Kann man mit einem Börsenbrief reich werden? Herzlich willkommen hier zu diesem Video, wo ich einmal, ich glaube, wir haben das ja auch versprochen, meinen Börsenbrief angehen, und zwar von der finanziellen Seite. Das bedeutet, wie viel verdienen wir mit dem Börsenbrief? Lohnt sich das finanziell? Und was ist die eigentliche Vision, Mission hinter dem Projekt Balthasars Börsenbrief? Also, das bedeutet, wir gehen einmal ins Portfolio rein. Ich mache hier einmal Screenshare an. Schauen uns also an, wie viel Geld wir bisher umgesetzt haben. Und dann erzähle ich euch auch ein bisschen was zum Börsenbrief. Und wir werden auch die Monatstranche investieren, weil darum geht es ja hier eigentlich. Also, ihr seht hier, ich bringe euch einmal kurz auf meine Website, wo ihr den Börsenbrief abonnieren könnt. Wir haben jetzt hier gerade das System umgestellt. Das bedeutet, alle aktiven Member kriegen jetzt bald eine E-Mail, dass sie jetzt einen Zugang haben, wo sie dann unter Mitgliederbereich eben auch die ganzen alten Börsenbriefe einsehen können, weil ich denke, das ist natürlich interessant, wie sich der Börsenbrief weiterentwickelt, evaluiert, was wir in der Vergangenheit geschrieben haben, wie weit diese Dinge dann noch eingetroffen sind und so weiter. Also, bevor wir uns jetzt hier dann bei Interactive Brokers einloggen, will ich noch mal ein paar kurze Worte zum Börsenbrief verlieren, denn es geht hier wirklich darum, ein Projekt am langfristigen Ende zu bringen. Das bedeutet, ich bin ein großer Nassim Taleb-Fan und man merkt eben jetzt hier auch auf YouTube, auch jetzt gerade mit diesem ganzen Silicon Valley Bank-Thema, es ist einfach wahnsinnig viel Neues hier draußen. Und YouTube ist eine Plattform, die genauso wie jedes andere News-Outlet, damit ihr Geld verdient, dass sie Angst verbreiten. Also es ist einfach eine ganz klare These, Angst zieht viel stärker als die positive Nachricht, als die Liebe, als das, was intrinsisch motiviert. Angst motiviert immer extrinsisch. Und weil eben Angst der stärkere Motivator ist, seht ihr das mit Medien und News, dass sie immer auf die Angst pushen. Das bedeutet, sie schreiben immer Horror, 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 jedes YouTube-Thumbnail. Auch ich versuche das natürlich auch teilweise in meinen Thumbnails umzusetzen, weil ich ja vor diesem Konflikt steht, dass ich einerseits nur Value geben will, der langfristig orientiert ist. Mich interessieren die kurzfristigen News nicht. Deswegen kommt der Börsenbrief einmal im Monat raus, weil das Ziel ist, dass du einmal im Monat dich mit dem Thema Börse, langfristigen Vermögensaufbau, langfristigen Kapitalerhalt beschäftigst und nicht daily deine ganzen Trades machst. 80% der Daytrader verlieren ihr ganzes Geld. Langfristig kannst du an der Börse aber super sicher richtig viel Geld verdienen. Das bedeutet, das Ziel des Börsenbriefs ist, dass du einmal im Monat den Börsenbrief liest, ein allumfassendes Verständnis für das bekommst, was in diesem Monat an der Börse, an der Wirtschaft passiert ist, was die langfristigen Trends sind, was die langfristigen Risiken sind. Hinzukommend setzen wir das dann, also das, was letzten Monat passiert ist, in den Kontext. Das heißt, was bedeutet das jetzt für meine Portfolio Allocation? Sollte ich jetzt irgendetwas verändern oder sollte ich nichts verändern? Die besten Investoren verändern immer sehr wenig. Das bedeutet, die besten Investoren warten immer. Und wenn sich eine Möglichkeit ergibt, hauen sie natürlich voll zu. Aber die meiste Zeit sind sie defensiv und passiv aufgestellt. Und genau das ist das Mindset, des langfristig orientierten Vermögensaufbaus, das wir hier pushen wollen. Aus diesem Grund haben wir auch ein Beta-Portfolio aufgelegt. Das bedeutet ein Portfolio mit negativ korrelierenden Assets. Das bedeutet ein Portfolio, das die gesamte Weltwirtschaft in den verschiedenen Perspektiven abbildet, um für die nächsten Jahre perfekt aufgestellt zu sein. Und das Wichtige ist hier, dass das monatlich bespart wird. Das bedeutet, wir besparen das ganze Geld, das wir mit dem Börsenbrief verdienen, in dieses Beta-Portfolio, um
zu zeigen oder zu demonstrieren, wie der langfristig orientierte Vermögensaufbau funktioniert. Der langfristig orientierte Vermögensaufbau funktioniert nämlich nicht, indem man Kryptowährungen kauft und hofft, dass man schnell reich wird. Das kann funktionieren. In den meisten Fällen funktioniert es aber leider nicht. Und weil es in den meisten Fällen leider nicht funktioniert, wollen wir eine Alternative bieten, die bedeutet, schau, dass du so viel Geld wie möglich verdienst und investiere dieses Geld jeden Monat. Das ist zwar langfristig, sehr langweilig, aber das ist eben genau das, was funktioniert. Und genau aus diesem Grund wollen wir hier diesen langfristigen Vermögensaufbau pushen. Ich logge mich hier gerade ein. So, also wir sind jetzt hier, wir loggen uns jetzt hier gerade ein bei Interactive Brokers. Warum nutze ich Interactive Brokers? Einfach deswegen, weil ich privat auch Interactive Brokers nutze. Ich finde, es ist eine sehr gute Plattform. Ich weiß, viele Deutschen nehmen andere. Ich weiß, viele nehmen auch Trade Republic. Für mich spricht da nichts dagegen. Ich sage einfach, dass Interactive Brokers für mich gut funktioniert und deswegen nutzen wir das. An jeden, den Interactive Brokers interessiert, es ist ein Referral-Link unten im Video verlinkt, dann kriegst du irgendetwas. Ich weiß nicht, du kriegst dann, glaube ich, irgendwie Geld. Ich weiß nicht, ich krieg dann auch was. Schaut euch das an, wenn das für euch interessant ist, dann meldet euch da an. Es springt auf jeden Fall für beide was dabei raus. Also, das heißt, wir sind jetzt hier in der Trading Workstation eingeloggt. Keine Angst, es gibt bei Interactive Brokers auch eine Webpage, wo ihr euch ganz normal einloggen könnt. Dann sieht das hier nicht so fancy aus. Ich habe das auch auf dem Handy. Das bedeutet, ihr könnt das genauso langweilig umsetzen, wie ihr wollt. Wir geben jetzt halt einmal die monatliche Trage mit dem Geld, das wir diesen Monat verdient haben. Das bedeutet, diesen Monat haben wir 1700 Euro mit dem Börsenbrief umgesetzt. Und diese 1700 Euro werden wir jetzt halt investieren. Also dieses Portfolio besteht aus verschiedenen Teilen. Ihr seht das hier. Und wir kaufen jetzt halt einmal die Emerging Markets Positionen nach. Das bedeutet, sowohl Anleihen als auch Emerging Market Aktien kaufen wir jetzt halt nach. Weil das eben die Struktur ist. Wir haben einmal das gesamte Geld, das wir bisher investiert hatten, das waren irgendwie 11.000, 12.000 Euro oder so, haben wir einmal in dieses ganze Portfolio eingelegt, das war letzten Monat. Jetzt haben wir eben nochmal 1.700 Euro eingenommen und mit denen kaufen wir jetzt nach. Und das ist eben genau der Ziel langfristiger Vermögensaufbau. Jeder hat, je nachdem wie viel er verdient, 500 bis, weiß ich nicht, 1.000, 2.000 Euro im Monat über, die er investieren kann. Wenn er das macht und sich die langfristigen Kapitalrenditen und so weiter, Kapitalkosten der Unternehmen einhamstert, wird er am langfristigen Ende sehr viel Geld verdienen. Und genau aus diesem Grund machen wir das jetzt. Das bedeutet, wir kaufen für 1.700 Euro durch 2, das heißt, das sind 850 Euro each. Und wir haben hier eine Position 850, die steht der Kurs gerade bei 41,7. Das bedeutet, wir können hier 20 Positionen kaufen. Das machen wir jetzt halt einmal. Wir kaufen hier, hier 20 Positionen, Limitpreis, den Limitpreis machen wir bei 41,7. Checke mal nach, ob das auch der richtige Preis ist. Wir gehen natürlich auf die Euro-Börse, weil unser Portfolio ist Euro. Ja, das passt. Also, wir kaufen bei 20, Limit 20,7, wir machen Good Till Cancelled und Submit. Ja, dann gibt er uns hier jetzt halt einmal nochmal ein paar Sachen. Passt. Okay, und dann kaufen wir auch noch die Anleihen. Das heißt, bei den Anleihen haben wir hier gerade 850 durch 56,16. Das heißt, wir kaufen hier 15.
Und wir haben hier den Preis von 56. Okay, dann machen wir auch good till cancelled. Das heißt 15 für diesen Preis und wir kaufen. Ja, er sagt mir halt, ich soll die Market Data checken. Ich habe hier die Market Data nicht abonniert, aber ich schaue halt, dass der Preis passt. Ungefähr der Marktpreis. Genau, hier sind wir bei 56,16 und was habe ich hier gemacht? 56,16 passt. Okay, jetzt habe ich die beiden Orders eingegeben. Kurz schauen, sind sie schon durch? Die eine Order ist du. Aber das Thema ist natürlich auch, ja, ich glaube, sind beide durch. Passt, das Geld ist investiert. Wir haben hier zwei Trades abgeschlossen. Die eine war in Dollar. Je nachdem, ob du ein Margin oder nicht ein Margin-Account hast, wird das Interactive Brokers später dann umwandeln. Wie gesagt, Interactive Brokers ist ein wahnsinnig komplexer Broker, wo du alles machen kannst, aber du musst dich halt entsprechend auskennen. Und das ist für viele Leute kompliziert. Deswegen nehmen sie lieber Trade Republic. Wenn ihr Interactive Broker auf der Website nimmt, ist es natürlich ganz einfach. Dann habt ihr nicht die Trader Workstation, sondern dann ist das mega easy wie bei jedem anderen Broker. Wenn euch der Reflink interessiert, schaut es euch mal an. Und so machen wir das. Das bedeutet, Zusammenfassung von dem Video: Ich denke, reich wird man mit einem Börsenbrief nicht. Wir haben jetzt seit hier momentan 14.000 Euro circa umgesetzt. Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, zu wie viel Arbeit wir in den Börsenbrief stecken, lohnt sich das natürlich nicht, aber wir machen es nicht wegen dem Geld. Wir machen es, weil es uns darum geht, euch Finanzeducation weiterzubringen. Das treibt mich an, das ist das, womit ich hier meine Zeit verbringe, weil mir das einfach am meisten Spaß macht. Dieser Merksatz ist bei mir: To give you the tools so you can live your dreams. Also ich will wirklich, dass aus dieser Raupe ein Schmetterling wird. Ich will, dass ihr nicht auf diese kurzfristigen Krypto-Hypes hineinfällt. Ich habe ebenfalls sehr viel Geld mit Kryptowährungen verdient, aber es gibt eben eine Zeit für alles und momentan ist nicht die Zeit für fette Renditen mit Kryptowährungen. Momentan ist die Zeit, sich fortzubilden. Momentan ist die Zeit, weiterzulernen. Momentan ist die Zeit, die Regeln dieses Spiels zu verstehen, besser zu verstehen. Und dann wirst du eben langfristig ein erfolgreicher Investor werden. In dieser Hinsicht, das freut mich natürlich, wenn du bei meinem Börsenbrief mit dabei bist. Mich freut vor allem, wenn du bereits ein Leser bist, über Feedback. Wir fragen immer nach Feedback, weil es uns ja darum geht, den besten Brief für euch hinaus zu bringen, die besten Informationen in kompaktester Form und so weiter. Für jeden soll was dabei sein. Also, es macht mir Spaß, mit euch hier in Interaktion zu treten. So viel Geld verdienen wir oder haben wir verdient und wir investieren das alles in dieses langfristige Portfolio, eben mit dem Sinn, euch zu demonstrieren, wie man langfristig Vermögen aufbaut, weil das ist das, woran wir eben glauben in dieser Hinsicht. Ich bin jetzt raus und wir sehen uns beim nächsten Video.